stimmen wir in den Klang der festlichen Trompeten ein für die Feier der kommenden Tage. So predigt Basilius von Caesarea am Beginn der Fastenzeit. Und das ist nicht, ich fand diese Stelle heute Nachmittag, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht das einzige, vielleicht widersprüchliche Signal, das wir heute zu hören bekommen, am Beginn des 40-tägigen Weges der Buße, der Läuterung und Reinigung auf dem Weg nach Ostern. Schau nicht trübsinnig, sondern mach dich schön, sagt Jesus. Und wenn du betest, soll es im Verborgenen geschehen. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Das ruft Paulus uns zu. Das ist eine gewisse Widersprüchlichkeit zu dem, wenn wir uns gleich hier nach vorne begeben und uns Asche aufs Haupt streuen lassen. Wenn der Wind darüber fegt und es gäbe jetzt einen richtigen Durchzug in der Kirche, wäre die Schüssel hier vorne leer. Man kann sie noch so voll machen, sie wäre leer. Das Zeichen dafür, wie weggeblasen. Und darin liegt zugleich die Frage, das Schöne, was uns angekündigt wird, durchaus die Freude und der festliche Klang bezieht sich auf das, was Bestand haben wird. Und alles das, was vergänglich ist, was nur Oberfläche, Tand und Klimbim, das wird zu Asche werden. Es ist nichts wert. Nicht umsonst spricht die Schrift davon und die Tradition der Kirche hat es sich lange zu eigen gemacht, es ist heute nicht mehr en vogue, das zu sagen, dass Gott kommt und im Feuer richtet, im Feuer. Wer einmal, es kommt bei uns ja seltener vor, wirklich einem Brand nahe ist, merkt, welche Wucht und Kraft von dem Feuer ausgeht. Und man kann sich gut vorstellen, dass nichts übrig bleibt. Die Schrift spricht immer wieder davon, dass Gott im Feuer prüft. Wie man Gold im Feuer prüft. Heißt für uns, die Chance dieser Tage, die Chance dieser Fastenzeit ist, alles das stark zu machen, was das Feuer überstehen wird. Den inneren Menschen groß zu machen. Wenn alles zu Asche geworden ist, alles das, was in unserem Leben nicht Bestand hat, dann soll es noch etwas geben, das vor Gott treten kann, das Gott wägen kann, das wertvoll vor ihm ist. Das ist der Sinn dieser Zeit, liebe Schwestern und Brüder, dass wir überhaupt erst unsere Identität entdecken. Was bedeutet es, Christ zu sein und zu glauben? Wir sollten uns das ernsthaft fragen. Vielleicht geben wir uns zu schnell mit Antworten zufrieden. Wir erleben ja auch heute Abend hier, was sind früher Generationen gelaufen, um sich das Aschenkreuz abzuholen? Aber man muss schon fragen, waren die alle gläubig? Hatte nicht das Aschenkreuz irgendwie auch so quasi so eine magische Bedeutung? Wie kann es geschehen, dass in der nächsten oder darauf folgenden Generation die Tradition des Glaubens dermaßen abbricht, wie das im Moment in unseren Tagen der Fall ist? Abbricht, abreißt. Da passiert nichts. Überlegen Sie nur einmal, wer in 20 Jahren noch vielleicht hier sitzt. Das ist sehr, sehr überschaubar, möglicherweise. Was ist die Identität des Christen? Wovon nährt er sich? Jesus gibt uns mit den drei Punkten aus der Bergpredigt eine ziemlich klare Antwort. Am meisten ist der Christ bei sich selber, wenn er betet. Und zwar nicht irgendwas oder irgendwo herumsitzt, sondern wenn er vor Gott steht, wenn er sich ihm zuwendet mit der ganzen Existenz, auch mit seiner Schuld, auch mit dem, was vielleicht einmal zu Asche verbrannt wird, aber was jetzt sein Leben ausmacht, da ist er am meisten bei sich selber. Und es gehört natürlich zum christlichen Leben dazu, Almosen zu geben, Nächstenliebe zu üben, nicht nur zu proklamieren und zu plakatieren, wie das manchmal auch bedauerlicherweise die großen Hilfswerke für viel Geld in der Stadt tun. Klar, man sieht sie dann. Aber geht viel Geld drauf, mit dem man schon wieder anderen helfen könnte.
praktizierte Nächstenliebe. Wem muss ich gut sein? Und wo tue ich es auch über mein Gefühl hinaus? Und schließlich, davon spricht Jesus auch, das Fasten. Ich meine jetzt nicht diese Öpferchen, die wir uns dann überlegen für die Fastenzeit, als seien wir Sechsjährige und wir erklären uns selber und machen uns froh damit, was wir auf Bonbons verzichten. Sondern Fasten. Das heißt, den Leib einzuüben, dass er einschwingt auf diese Bewegung zu Gott hin. Dass er frei wird. Das ist auch keine Entschlackungskur. Oder dass wir Ostern nochmal uns besser im Spiegel anschauen können und sagen, na schön, diese Beauty-Tour hat uns gut getan. Nein, es ist die Einübung des aufsässigen Leibes auf Gott hin. Das sollen wir nicht proklamieren. Das soll auch nicht auf den Homepages der Bistümer stehen, sondern das sollen wir für uns tun, im Verborgenen. Die verborgenste Stelle, der all dies zugutekommt dem Menschen, ist sein Herz. Das soll vor Gott Bestand haben. Ein gutes, ein reines Herz soll in uns groß werden, dass wir Gott hinhalten können. Vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle immer noch verschattet, manchmal vielleicht auch verfettet, wie auch immer. Aber im Kern soll es gut sein, soll es gereinigt sein, soll es durchatmet sein von dem Wort, das er uns selber schenkt und das wir ihm im Gebet zurückgeben. Basilius sagt, sei nicht verdrießlich, weil du geheilt wirst. Es ist absurd, sich nicht zu freuen über die Gesundheit der Seele, sondern sich zu betrüben wegen des Nahrungswechsels und dem Genuss des Bauches, offenkundig mehr Wert beizumessen als der Pflege der Seele. Sättigung beschränkt den Nutzen auf den Magen, Fasten aber hebt ihn empor zur Seele. Freue dich, dass der Arzt dir ein Heilmittel gibt, um die Sünde zu beseitigen. Denn so wie die Würmer im Gedärm der Kinder durch gewisse starke Arzneien zum Verschwinden gebracht werden, so wird die Sünde, die sich in der Tiefe der Seele eingenistet hat, hinweggetilgt durch jenes Fasten, das seinen Namen wirklich verdient. Versuchen wir das je und je, Gebet, es noch einmal neu zu entdecken. Praktizierte Nächstenliebe und das Fasten in dieser Zeit wirklich zu üben. Wir haben dafür in unserem Land leider keine richtigen Regeln mehr. Und das ist eine große Herausforderung, weil wir uns damit ein Regelwerk selber setzen müssen. Aber wir sollten nicht vorschnell kapitulieren. Wir sollten beginnen, es auszuprobieren. Alle drei Dinge. Als Versuch, diesen Weg aufrecht zu gehen, damit wir selber mit der Erfahrung beschenkt werden, wie gut es ist und wie schön, Christ zu sein, unterscheidbar zu sein, nicht besser, aber unterscheidbar, damit wir den Namen, den wir so selbstverständlich im Munde führen, wirklich verdienen.